Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crossroads Inn. Ich muss euch mal vorwarnen, ich hatte am Wochenende ein Problem mit meinem Mikrofon, musste dementsprechend den USB-Stecker rausziehen aus dem Slot und wieder reinstecken, damit das Problem behoben wurde, weil ich da irgendwie einen Wackelkontakt hatte. Und habe danach eigentlich gedacht, alle Sound-Settings richtig eingestellt zu haben. Allerdings habe ich jetzt erst leider sehr spät am Abend gemerkt, dass nach den zwei Folgen, die ich jetzt aufgenommen habe, heute am 4.2., wo auch ein kleines Update kam, dazu kommen wir später gleich nochmal, in dieser Folge noch, für die heutige und für die morgige Folge die Soundsettings von meinem Mikro extremst übersteuert sind. Es tut mir leid, ich habe es jetzt erst gemerkt, es sah für mich bei OBR Studio so aus, als wäre alles normal. Ich sollte mich nie wieder drauf verlassen, auf die optische Darstellung. Ich sollte in Zukunft wirklich vor jeder Aufnahme eine Testaufnahme machen. Das musste ich jetzt fast ein Jahr lang nicht machen, seitdem ich dieses Mikro habe. Aber irgendwie, ja, ist der Wurm momentan drin, keine Ahnung. Ich entschuldige mich auf jeden Fall nochmal dafür und bitte verzeiht's mir. Geduldet euch jetzt für diese zwei Tage. Guckt's euch auf jeden Fall an. Es wird sehr, sehr spannend, es passieren einige Sachen, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wir gehen auch jetzt dann gleich in diesem Video noch hier auf das Hauptmenü ein und was nicht alles. Ich muss mich auch jetzt schon mal entschuldigen für die jetzige Folge, für die heutige. So ziemlich die halbe Folge lang über habe ich vergessen, die Kamera auszuschalten. Kann ich euch jetzt schon mal spoilern damit. Von daher, wenn ich mal dabei bin, mich zu entschuldigen, dann gleich richtig. Gut, also, dann bis gleich und sorry nochmal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Crossroads Inn. Ihr seht schon da unten rechts im Menü 231 ist jetzt 231, okay. Version 2.3.1 ist jetzt erschienen. Da ist jetzt nicht so bewegend viel hinzugekommen, möchte ich gleich mal vorweg merken. Es sind allerdings ein paar Fixes dabei gewesen, ein paar sehr störende Bugfixes, also Bugs wurden behoben, soweit ich mir das übersetzen konnte. Ich werde jetzt da aber auch nicht riesenhaft drauf eingehen. Ich starte heute mit euch im Hauptmenü, weil ich A, ein bisschen was ankündigen möchte und B, euch auch gleich mal eine Änderung zeigen möchte, dass jetzt hier auch die installierten DLCs angezeigt werden. Ich nehme mal an, dass wenn es noch nicht installiert ist, dass es dann angezeigt wird als nicht verfügbar oder so ähnlich. Das ist ja so meine Vermutung. Und was auch hinzugekommen ist, das hatte ich selber auch schon ein paar Mal erlebt, wenn ich hier rumgeklickt habe, dann bin ich manchmal auf einer Steam-Account-Abo-Seite gelandet. Das wurde jetzt entfernt endlich mal. Teilweise war das bei mir einfach nur, wenn ich Spielstand laden wollte. Und dann ging das los. Dann war die Luzi am Laden sozusagen. Was noch? Es wurde, verdammt, ich hätte es mir doch notieren sollen. Sekunde. Ich habe es ja noch im Hintergrund geöffnet eigentlich. Genau, eine weltbewegende Änderung ist passiert, wo ich mir echt denke, warum man sowas dann überhaupt nochmal nachträglich reinfixen muss. Und zwar, wenn man die Kampagne startet, aufpassen, jetzt ganz wichtig, kann man das Tutorial überspringen. Ja, dachte ich mir auch. Gut. Sorry, aber wo ich das gelesen habe, ich habe mich gefreut, so riesig, boah, geil, neues Update, sofort reingucken, was gefixt wurde. Lese das und denke mir so, euer Ernst? Echt jetzt? Sowas fixt ihr? Aber gut. Was allerdings noch gefixt wurde, und das möchte ich jetzt mal sofort mit euch zusammen nachgucken, und zwar hier am Hundenapf kann man jetzt auch Hähnchenfleisch und sowas reintun. Wir konnten vorher, glaube ich, nichts reintun. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, weil es ist jetzt schon wieder fast eine Woche her bei mir, dass ich aufgenommen habe. Aber zumindest ist es jetzt möglich, auch Chicken reinzumachen, Hähnchenfleisch reinzumachen. Das ging wohl vorher irgendwie nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wissen wir, dass wir ihn ordentlich füttern können. Was ich jetzt bloß gerne sehen würde, ob denn was drin ist. Das sieht eigentlich aus wie ein Regler, scheint aber kein Regler zu sein, sondern eher zu bestimmen oder zu zeigen, wie viel denn gerade noch da ist. Okay, haben wir denn noch Schweinefleisch irgendwo rumliegen gerade im Moment? Wahrscheinlich nicht. Aber Würste müssten wir doch noch ordentlich haben. Ja klar, hier, komm. Kriegst eine Wurst, mein Digger. Gut. Bevor wir gleich richtig loslegen und bevor ich den Timer starte, möchte ich noch ankündigen. Ich hatte ja, wie schon erwähnt, an der Alpha teilgenommen, beziehungsweise ich bin immer noch dabei, an der Alpha teilzunehmen von Builders of Egypt. Schaut da gerne mal vorbei. Ich glaube, ich habe es letztens mal verlinkt gehabt.
Und deswegen hatte ich ja vorproduziert und mir hat das sehr gefallen, dass ich eine Woche Puffer hatte. Sowohl bei Miss Survival als auch jetzt über Crosswords Inn. Ab Donnerstag dann auch bei Gilde 3 wieder. Ein Update ist angekündigt zu Donnerstag, also freut euch schon mal drauf. Ich bin sehr gespannt drauf. Und ich muss gestehen, es hat mir so gut gefallen, dass ich das jetzt beibehalten möchte. Bei Spielen, die vielleicht schon etwas älter sind, die sollen ja auch endlich mal hier ihren Weg auf meinen Kanal finden, wenn ich mal die Zeit dafür habe. Ich habe echt den Fehler gemacht, mir zu viele Early Access rauszusuchen. Aber wenn es dann soweit ist, dass ich mal ältere Spiele habe, gehe ich dann natürlich volle Lutze in Vorproduktion. Werde selbstverständlich dort auch auf eure Kommentare eingehen. Allerdings dann deutlich zeitversetzter. Jetzt hier bei Crosswords Inn und bei Miss Survival wird jetzt halt so ungefähr eine Woche Zeitversetzung sein. Ich muss jetzt hier ständig meinen Timer wieder aktivieren, weil meine Tastensperre immer reingeht. Entschuldigung dafür. Ja, das ist so ziemlich das Gröbste, was ich ja sagen würde. Jetzt würde ich auch das offizielle Let's Play starten. Genau. Ansonsten hatte ich jetzt hier jetzt nichts Weltbewegendes mehr in den Update News drin. Es sind, wie gesagt, einige Fixes drin. Lest sie am besten selber nach. Weil ich glaube, wenn ich das richtig übersetzt habe, sind jetzt nicht die Sachen rausgefixt worden, die mich hier oft genug gestört haben. Oder vor kurzem oder einmalig oder was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. So, wir haben jetzt eigentlich noch massig Schulden und noch mit Martin zu reden. Ich will aber vorher mal noch über unsere Vorräte drüber gucken, weil ich ehrlich gesagt nicht mehr weiß, ob ich vor einer Woche da schon drüber geguckt habe. Warum geht denn hier noch mehr weg? Hatten wir... Ah nee, Quatsch, das war das andere Reserve, wo wir 13 hatten. Okay. Gut. Tassen. Könnte man vielleicht nochmal was nachbestellen. Vielleicht. Aber ansonsten vielleicht nochmal für die Würste ein bisschen Fleisch. Getreide muss unbedingt wieder was reinkommen. Ja. Dann pflanzen wir hier schon mal die nächste Ladung Getreide an. Wenn ich das nicht schon befehligt habe. Ich weiß es nicht mehr. So, dann gucken wir gleich nochmal nach Bohnen und Tomaten. Bohnen sieht super aus. Tomaten sieht noch superer aus. Ja, dieses Wort existiert in einem Fantasy-Rollenspiel. Gut. Ach so, Mensch, Grünzeug. Grünzeug wäre auch nicht verkehrt. Und was hatte ich noch gesagt? Grünzeug und Tassen. Genau. Dann holen wir uns das gleich hier aus Unglaubliche Bauern. Oh, ist jetzt auch nicht so teuer. Ihr merkt schon, ich habe meine Soundsettings jetzt nochmal verändert. Denn am Wochenende, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier schon erwähnt habe, am Wochenende hatte ich leider ein Dilemma, dass mein USB-Slot, wie ich jetzt mittlerweile herausgefunden habe, einen Klacks weg hatte, wo mein Mikrofon angeschlossen war. Und ich habe es in der gesamten Wochenvorproduktion irgendwie nicht so richtig gemerkt. Zum Glück hatte ich von Crosswords Inn noch nichts aufgenommen. Ich war eigentlich noch bei Miss Survival am Aufnehmen. Ja, war ein bisschen blöd, ne? So, machen wir hier 3. Zack, reicht. Wo wollte ich jetzt hinaus? Verdammt. Ah, genau. Und jetzt habe ich nochmal meine Soundsettings angepasst und habe dann mir auch zu Herzen genommen, dass ich wohl in den letzten Aufnahmen wohl immer sehr leise war. Ich war zwar zu verstehen, aber ziemlich leise im Verhältnis zu anderen YouTubern. Das habe ich dann auch selber, muss ich gestehen, bestätigen können. Und... das ist auch einer der Gründe, warum ich gerne vorproduzieren möchte, falls mir sowas nochmal passiert. Denn es ist halt nur ein USB-Slot und ich kann da jederzeit gegenkommen beim Saubermachen, was auch immer. Ist nämlich ein Front-Slot, also vorne am Rechner dran. Und das kann natürlich auch ziemlich schnell in die Hose gehen, ne? So, lange noch rumgedüdelt. Martin, was hast du zu sagen? Hier sind wir, mein Junge. Die letzte Fraktion, die noch übrig ist. Und dann holen wir uns den verdammten Trovin. Dein Vater ist gerecht und alles normalisiert sich. Oder du wirst ein König. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag erleben würde. Und doch sind wir nun hier. Beschäftigen wir uns mit diesem Gildebauensproblem. Pah, ein harter Bastard wie du. Oder wir sind aus dem Gröbsten noch nicht heraus. Ja, ich denke, die erste Antwort ist die neutralste jetzt in dem Sinne. Der Rest, das geht mir in beängstigende Richtungen. Wir brauchen die Gilde bei uns nur dazu zu bringen, ihre nicht bezahlten Steuern zu bezahlen. Dann wird Trovin seine Meinung über sie ändern. What? Dein Ernst? Aber gut, ich vermute mal, dass der Oratorium sehr angebracht ist. Und das haben wir sehr gut geskillt. Mehr versehentlich, aber gut. Glaubst du wirklich, wir können sie davon überzeugen?
Du wärst überrascht. Als ich sie kontaktierte, sagten sie, sie würden ihren Vertreter hierher schicken. Ein Vertreter, der eine große Summe Geld bei sich hat. Toll! Wie hast du das geschafft? Die Gilde bei uns haben zugestimmt, ihren Vertreter hierher zu schicken, aber wir müssen ein bisschen in dieses Unternehmen investieren. Natürlich. Was sollen wir denn jetzt schon wieder bauen? Wir müssen Wasser von Ricordi kaufen. Viel davon. Du wirst es verstehen, wenn du den Preis siehst. Goldwasser. So, jetzt müssen wir erstmal wieder laufen lassen wahrscheinlich. So. 100 Stück. Ich ahne Übles. Ich ahne ganz, ganz Übles. What? Nee. Wir sind schon auf Maximum, verdammt. Warte mal, wir haben schon den Bonus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uff. Vor allem, wir können immer nur 15 auf einmal kaufen. Oh Gott. Achso, ist ja schon Maximum. Tschüss, Kredit. Warte mal. Ist es jetzt machbar, hier mehrere Kredite aufzunehmen? Nee. Na, jetzt haben wir ein Problem. Ich könnte jetzt noch... Ich glaube, drei Banken existieren hier noch, oder? Oder? Warte mal. Wie sieht das Gebäude aus? Na, klasse. Das sieht so aus wie manche andere. Mal, hier war noch eine Bank, ja. Hier ist noch eine. War hier nicht auch noch irgendwo einer? Ja, der Tempel sieht aus wie eine Bank. Warte mal, ist da ein Fragezeichen? Oh Gott, nein. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein, auf dieses Fragezeichen. Nein. Ja, du ahnst, ey Gott, wie soll ich denn jetzt... Ja, das kann nicht euer Ernst sein. Können wir da nicht hier... Der Baron. Der muss doch Knete haben ohne Ende. Barönchen. Hä? Ach, der wird oben sein. Oh, der pennt. Steh mal auf, bitte. Ich hab bitte gesagt. Ah. Eine Fraktion ist übrig und die Krone ist in Sicherheit. Danach besiegen wir Trovin und die Krone gehört dir. Was ist dein Plan? Gildebauern sind in der Tat ein religiöser Kult, aber ich glaube, sie sind in der ersten Linie Geschäftsleute. Ihr Gott schätzt vor allem Gold und persönlichen Gewinn und Profit. Als solche versuchen sie in jedem Königreich mehr Einfluss und geschäftliche Unternehmungen zu haben und sie betreten langsam ihre Rivale. Was schlägst du vor? Jetzt red nicht herum, ich hab nach deinem Plan gefragt, Mann. Entschuldigung. Lass uns ihre geschäftlichen Unternehmungen behindern. Kaufe die Produkte aus, mit denen sie handeln. Sowohl in Untermarch als auch in Sambria, wo die Anwesenheit von Gildebauern alltäglich ist. Zeige ihnen, dass ein einfacher, nichts für ungut, mein Herr, Mann aus ihrer Rivale, sich ihrem ganzen Kult widersetzen kann. Kaufe billig, kaufe viel. Sie werden dich mit Sicherheit bemerken. Und was bringt es uns, die Gildebauern zu verärgern? Fast das falsche Wort gesagt. Sie müssen reagieren und ihre Vertreter zu deinem Gasthaus schicken, um einen Deal vorzuschlagen oder vielleicht zu drohen. Spielt keine Rolle. Und wenn er ankommt, das habe ich im Hintergrund das Bett selektiert, auch nicht schlecht. Sobald ihr Vertreter hier ankommt, lässt du Trovin ihn verhaften und wegen Steuerhinterziehung, Spionage und großen Goldbesitz hinrichten. Was auch immer es sein mag, es wird ausreichen, eine Nachricht an die Gildebauern zu senden, dass sie in Jorvale nicht willkommen sind. Meinst du nicht, die werden sich rächen? Weil ist doch dann nur ein Vertreter. Damit ist doch nicht die ganze Fraktion geschlagen. Die Hinrichtung klingt etwas hart. Glaubst du, sie würden aufhören, genau dasselbe zu tun, wenn dies ihren Geschäftsaktivitäten zugute käme? Ich kann dir versichern, dass sie noch viel Schlimmeres getan haben. Und wenn überhaupt, würde ihr Gott dich, uns, mehr dafür respektieren, dass wir das tun,
was für unser Ziel getan werden muss. Ach verdammt, Mensch, ich habe total vergessen, die Kamera zu deaktivieren. Entschuldige bitte, meine Lieben, ich bin ein bisschen durch den Wind. Es tut mir leid. Die ganze Zeit. Herrlich. Eigentlich was für die Fails. Oh, ich glaube, das schneide ich mir mal raus für später. Schön. Wo sind wir denn? Bei 13:30 Uhr. Na, machen wir mal 13. Notiere ich mir mal gleich mit. Oh, herrlich. Ah, schön. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal so schnell. Gut, wo war ich stehen geblieben? Wahrscheinlich, sage ich jetzt mal. Denke daran, mein Herr, dass der Tod für eine religiöse Person nur eine Brücke zu ihrem Gott ist. Es ist etwas, woran man sich erinnern sollte, wenn man sich in Zukunft als König mit Religion auseinandersetzen muss. Ja. Und was sind das jetzt für Waren? Und wie teuer sind die? Ausgezeichnet. Lass mal kurz laufen. Kaufe und lagere Sambrit. Achso, richtig, Sambrit als Dingens. Okay, mal gucken, wie teuer das ist. Die Kodi. Sambrit. Da steht aber auch nicht da, welche Menge, ne? Wo ist denn Sambrit? Das sagt mir nicht, dass das hier Sambrit ist. Nee, Sambrit war doch dieses rötliche, wovon wir schon was haben, ne? Nee, das ist Masala. Ja, was ist denn hier Sambrit? Ach, das Zeug hier. Ach, noch Mensch. Andererseits haben wir ein anderes Problem. Wo soll ich das alles lagern? Dann müsste ich jetzt doch mal ein bisschen das Lager wieder ausbauen, wie ich schon mal angekündigt hatte. Oh, sagt mal. Schaut mal. Der Soldat ist weg. Ich fasse es ja nicht. Der ist endlich weg. Da geht er. Huch. Ja, der Raniero, den ich Raniero genannt habe. Mach's gut. Tschüss. War schön mit dir. Hatte viel Spaß an deiner Dämlichkeit. Obwohl, ich sollte mich lieber nicht beschweren. Ich habe jetzt die halbe Aufnahme über meine Kamera angelassen. Stimmt, wir wollten ja hier auch noch so viel umstellen. Ich meine, vom Acker her passt das ja langsam. Es wäre ja schon echt eine Versuchung, das Lager jetzt bis hierhin auszubauen. Und das werde ich jetzt auch machen. So. Guck mal, wie viel Platz da jetzt ist. Stellen wir dich gleich mal dahin. Dich dahin. Kommst du dahin? Dann kann nämlich die Kerze hier einfach in die Ecke. Und. Ich bin hier falsch. Moment. Lager. Wartet mal, ich will mal doch ein kleines bisschen, wenigstens so ein bisschen Ordnung halten. Ne? Kann manchmal helfen, habe ich mir sagen lassen. So. Eins, zwei, drei. Perfekt. Vier. Ist mit der Tür ein bisschen knapperig hier. Sechs, sieben, acht, neun. Oh, hier so 10. Dann könnte man hier noch weiterbauen. Gut. Problem ist nur, jetzt ist hier erstmal ganz viel rumgewurschtel. 180 passen ja jeweils hier rein. Und wir müssen jetzt nur das hier erlauben erstmal. Warte mal, welche waren das jetzt? Verdammt, ich hoffe die. Nein. Fängt ja schon wieder gut an, Digga. Der dicke Alte wieder. So richtig Facepalm. Ah.
Ja, ich meine, wenn ich die Cam drin gelassen hätte, nur an anderer Stelle, hätte ich das jetzt richtig schön machen können. Nee, alles gut. Ich lasse die raus. Ich finde, mein Gesicht passt hier nicht so richtig rein ins Spiel. Meine, bei anderen Spielen wie bei Myst Survival, meine abgrundtief entsetzten Mimiken aufgrund der NPCs zum Beispiel, das ist ein ganz anderes Thema dann. Oder bei Gilde 3, wenn dann mein Kopf anfängt zu rauchen. Aufgrund von Mechaniken verstehen. Willst du nicht? Ich mache einen Rechtsklick drauf, aber es will und bin ich jetzt so. Ah, okay. Ja, müsste das halt umschichten, ne? Obwohl wir hier theoretisch noch drei leere Regale haben, wie ich gerade so sehe. Ja. Aber gut, wir sparen uns die jetzt einfach mal für sämtliche andere Sachen auf. Haben wir erstmal noch 10.000 übrig. Dann würde ich sagen, wir gucken jetzt noch mal nach den Preisen so richtig von dem Sambria. Aber das scheint es wirklich nur direkt hier unten zu geben, ne? In den Städten hier. Aber ich habe gerade gesehen, dass es hier im Angebot ist mit 10. So. Gott, da bist du ja nur am Einkaufen hier. Ich lass mal laufen in der Zeit. Gastwirt! Oh, jetzt fängt er wieder an zu brüllen hier. Ich bin immer noch hier, Kanzler. Ich habe mit diesem Seher gesprochen. Sie hat ein paar interessante Dinge gesagt. Hat sie wirklich? War es deine Idee, sie hier einzuladen? In der Tat. Ich wollte, dass du siehst, dass Seher eher als Freunde und Verbündete von Yorivale, denn als Feinde betrachtet werden sollten. Das solltest du ihm jetzt aber nicht so einfach sagen, weil er hat dir noch nicht gesagt, warum er fragt. Auch wenn wir schon merken, dass er sich anscheinend in sie verschossen hat. Richtig, richtig. Du hattest tatsächlich recht. Das Treffen mit diesem Seher war eher interessant. Unfruchtbar. Oh Gott, nein, bitte nicht. Ich will mir das nicht vorstellen. Wir haben eine Allianz gegründet. So etwas in der Art. Aber sie könnten in der Tat nützlicher sein, als ich erwartet hatte. Und sie sind auf jeden Fall freundlich. So sei es. Die Seher dürfen bleiben. So einfach. Da setzt du eine Rothaarige mit einem Vorbau hin. Und das war's. Jetzt findet man früher, ich sagte, ich hatte vorher noch ein paar Vedetas da. Ich freue mich, das zu hören. Kannst du dann deine Steuer von meinem Gasthaus aufheben? Ja, sicher doch. Der Seher sagte voraus, dass es in dieser Taverne in den nächsten 10 Jahren keine Brände geben wird. Somit ist diese Steuer aufgehoben. Aber die neue. Ich sage es dir später. Ich habe sie noch nicht vollständig ausgearbeitet, aber sie wird großartig. Für den Ruhm von ihr Rivale und so weiter. Ich meine, vielleicht haut er wirklich mal eine vernünftige Steuer raus. Sowas wie die Mehrwertsteuer zum Beispiel. Wo man sagen könnte, okay, damit kann ich leben. So. Gut, schließen wir erstmal die Aufgabe. Lassen wir nochmal weiterlaufen. Ey, was ist los hier? Warum läufst du dagegen? Nimm doch den normalen Weg. Ups, da gab es einen Ruckler. Und wieder Wildschweine. Na, Dankeschön. Ja, klar. Hau noch mehr Steuern drauf. Why not? Alter, will der mich jetzt rollen? 10.000 bereits? Nee, ne? So, wo sind denn die Wildschweine? Hä? Schweini? Ach, von da hinten kommen die. Ach, herrje. Nee, ist doch nur eins, oder? Na, ich kann wieder keinen Befehl drauf geben. Hund! Attacke! Oh, der rennt bestimmt durch den Zaun. Nicht? Ah, er kommt hier doch vorne wieder durch, oder? Hund? Und. Oh, da ist noch eins. Uiuiui. Hund? Ja, nicht da fressen. Da fressen. Da lebendes fressen. Hund! Und. Da! Lass dich streicheln. Fürs Nichtstun. Oh, guck mal, Mitzi hat's versucht. Hat sie da gestanden und Mäuung gemacht.
Ja, und du mit dem Bellen, das wird aber nichts. Junge! Martin, warte! Bist du betrunken? Nein, ich bin nur einfach ein ganzes Fass Wein. Respekt. Ey, bitte was? Ey, alles in Ordnung? Die fahrenden Ritter, sicher waren sie nicht perfekt, aber sie gaben diesem Königreich etwas mehr. Etwas, das Trovin sehen, aber nicht verstehen konnte. Hoffentlich. Sie gaben den Menschen Hoffnung auf ein besseres Morgen. Hoffnung, die wir den Menschen genommen haben. Boah, Junge, Junge. Ey, Martin, mach nicht zu dolle, ne? Es war für keinen von uns eine leichte Entscheidung. Aber was getan wurde, kann nicht rückgängig gemacht werden. Volltreffer, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich das alles einfach so akzeptieren kann. Das ist noch nicht alles. Martin? Die Gilde bei uns, sie waren schon immer ein bisschen direkt und aber was wir getan haben, war ungerecht. Dein Vater respektierte alle Religionen und er wusste, dass sie vor Leuten wie Trovin geschützt werden müssen. Jetzt ist er auf einmal wieder enttäuscht. Wenn du jemanden beschuldigen willst, wir haben sie nicht verletzt, es war Trovin, vergiss das nicht. Und das Wichtigste ist, dass wir am Ende diesen verdammten Wurm besiegt haben. Außerdem können wir doch die ganzen Fraktionen wieder zurückholen, sobald der Trovin weg ist und wir König sind. Ist doch auch eine Option, Martin, denk doch mal daran. Du hast recht, Trovin wird dafür bezahlen, für unsere Freunde, für meinen geliebten König, für... Ganz genau, Martin. Oh, und, ich sag mal, ist der gerade ein bisschen gestört oder so? Nein, nein, du verstehst nicht. Ich kannte viele fahrende Ritter. Man konnte sich immer auf sie verlassen. Sie waren immer bereit zu helfen. Man könnte meinen, ich bin es gewohnt, so zu sprechen, oder? Sie würden ihr Leben opfern, um die Bedürftigen zu retten. Solche Leute gibt es nicht mehr. Und mit Sicherheit gehören wir nicht dazu. Martin, ich werde nicht aufgeben, bis ich unser Haus von den Monstern befreit habe, das für all das verantwortlich ist. Nein. Jetzt ist er Alkoholiker geworden. Okay. Das war mein Zuhause, Junge. Und nun? Es gibt keinen Platz für mich auf der Welt. Lass mich jetzt in Ruhe. Bitte. Ich möchte allein sein. Tschüss. Könntest du dann vielleicht mal dem Hund sagen, dass er... Hier mal. Oh, guck mal, das eine Schwein geht. Oh, brauchen wir jetzt drei Hunde oder was? Offensichtlich. Na, vielen Dank auch. Also, wenn man drei Wildschweine gleichzeitig verjagen möchte, bräuchte man drei Hunde. So habe ich das jetzt verstanden. Ist ein bisschen sehr kostenintensiv, oder? Dafür, dass ich noch nicht mal Wildschweine wollte. Boah, Mann, Trovin, es reicht. Heb doch mal die alten Steuern auf. Moment, das Falsche. Sorry, aber das verstehe ich nicht. Der lässt die ganzen Steuern drin, obwohl im Text stand, er hebt sie auf. Das ist doch schwachsinnig. Aber nein, wir müssen erstmal ein neues Feature hinzufügen, dass man den Prolog überspringen kann. Das Tutorial. Entschuldigung, aber das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, Mitzi, jag ihn weg, Mitzi. Fein machst du das. Oh, jetzt kommt sie zurück, wenn ich das mache. Hoppla. Ja. Also, Jagdhund. Jagen. Oh, was wird der jetzt schon wieder? Gell? Natürlich. Vielleicht ein Teil? Hier. Gespräch beenden. Bringt aber nicht viel. Na, hallo, 10.000 pro Stunde, das kann nicht dein Ernst sein. Ey, Hund! Achso, es rennt wirklich weg. Okay, Entschuldigung. Ich dachte schon, das kommt jetzt wieder. Himmels Willen. Was, Haupthalle ist zu dunkel? Was? Leerer Raum zu dunkel? Hallo? Warum? Mach mal wieder an hier. Licht an.
Aber Haupthalle kann nicht sein. Da brennen noch alle. Jo. Lass mich raten, ihr kommt nicht mehr an den hier ran, wa? Gucken wir gleich oben nochmal nach. Nee, da brennen überall Lichter. Oder? Oh, doch nicht. Hoppla. Die Estelle ist jetzt auch da. Bringt uns nur nicht viel im Moment, weil wir keine Zimmer dafür haben. Für sie. Achso. Jetzt dachte ich schon, dass das Samria-Zeug hier gelagert wurde. Zu dunkel, zu dunkel, zu dunkel. Gemach, Gemach. Ja, dann heißt es jetzt mal wieder Geld verdienen. Oder? Kommt. Ich nehme jetzt noch mehr Kredite auf. Ich will das hier auch endlich mal schaffen. Ich will diesen Typen endlich mal loswerden. So. Und dann gebe ich mir jetzt hier richtig schön. Warte mal, hier ist für 12. Hier ist immer noch ein Angebot. Sehr schön. So. Zack. Ich lasse mal ein bisschen laufen dabei. Oh, ich nehme mal meine magische Taste. So. Na, komm schon. So, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Sag mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir noch 4 weitere. Ne, wenn ich hier rankomme. So. 1. 2. Miau. 3. Und 4. Sag mal, habe ich vergessen, den Timer zu starten? Oder habe ich es nur nicht mitbekommen, dass er bimmelt? Okay. Ach nee, Quatsch, ich habe ja voraus noch gelabert. Habe ich schon mal ganz vergessen, Entschuldigung. Ja klar, Martin. Das Geld haben wir so auf die Schnelle. Ist kein Thema. Du spinnst doch, Alter. Ich meine, vielleicht gibt er sich ja wirklich zufrieden, wenn man ihm halt immer größere Mengen schon mal vorauszahlen kann. Das Problem ist halt einfach, es gibt nur 3 Banken insgesamt, oder? Ich werde jetzt aber auch ehrlich gesagt das Gefühl nicht los, dass man das Ding hätte anders lösen können, indem man sich mit einer anderen Fraktion doch verbündet hätte. Dass die einem dann hätte Geld leihen können. Oder man hätte deutlich länger vorher spielen müssen, bevor man mit der Story weitermacht. Und sich wirklich ein Riesenvermögen anhäufen vorher. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 1500 von dem Gewächs da unterwegs. Wenn das auch nicht reicht, dann weiß ich langsam auch nicht mehr weiter. Ich glaube, dann höre ich hier auf und mache Sandbox weiter. Ganz ehrlich. Nee. Also einen Versuch würde ich da noch starten. Ich meine, es gibt dann auch einige Autosave-Dateien. Ja klar! Sag mal, hast du sie noch alle 37.000 pro Stunde? Ist nicht dein Ernst. Geht's noch? Der spinnt. Aber so richtig. Und lass mich raten, wenn wir jetzt die Gilde bei uns losgeworden sind, wird er trotzdem noch die Steuern haben. Ja klar. Also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das hier ist definitiv verbuggt. Das geht so nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Er hat gesagt, er hebt sie auf. Und trotzdem laufen die weiter. Das macht keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Es wird auch immer mehr hier pro Stunde. Obwohl, schwankt. Ich meine, was erwartet der von mir, dass ich hier mit nur 3 Gästen am Tag oder gleichzeitig 3 Gästen Hunderttausende verdiene? Ja, jetzt wird's Geld, ne? Geh mal weg. Hm.
gucken hier. Ja, du mich auch. Ganz viel Glück sind wir gleich los. Ich werde jetzt nochmal speichern, meine Lieben. Denn die halbe Stunde ist auch gleich vorbei. Und in der nächsten Folge werden wir mal gucken. Da müsst ihr dann auch schon das... Ach, es kommt jetzt gerade schon an hier eigentlich. Mehr oder weniger. Da kommt das Sambrit. Mal kurz mal gucken, was der Timer jetzt gerade sagt. Dann können wir es vielleicht noch besser timen für morgen. Ja, doch, komm. Ich mache jetzt hier eine Pause. Ja, schicken wir gleich zum Arzt. Ihr Lieben, einfach nur, damit wir möglichst viel Inhalt noch in eine Folge packen können, würde ich sagen, dass wir die Ankunft von Sambrit auf morgen verschieben und dann gucken, dass wir die Gilde bei uns loswerden und dann noch gucken, dass wir diesen verdammten Troven endlich loswerden und endlich ganz normal weitermachen können oder König werden oder was auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dieser Fauxpas mit der Kamera ist verkraftbar gewesen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet doch morgen wieder rein. Ciao.